Part 2 unseres Trips. Wir besuchen das Ulitüde Revival in Stuttgart, treffen Maxim mit seinem neuen 11ST und er ist ja bekannt dafür, dass er gerne campt. Hallo, jetzt gestern noch knapp 10 Stunden im Auto gesessen. Heute jetzt Solitude. Und es zeigt mir, ich habe das richtige Auto gekauft. Also ein 11er 10 Stunden ist schon heftig. Aber ein Panamera einfach schön, bequem, ruhig auf der Autobahn und trotzdem brutal schnell. Das ist schon krass. Und er läuft von Kilometer zu Kilometer besser. Vielleicht sieht die Zukunft sehr rosig aus mit dem Auto. Und jetzt gucken wir uns erstmal eine schöne Menge Klassiker an. Bin mal sehr gespannt. Erst einmal Solitude für mich. Björn ist schon gleich am Inspizieren hier, 9,44. Und, ist gut? Bisschen runtergerockt, aber ja. Geil. Oh, ich spotte einen sehr, sehr schönen 997 Turbo. Alter, in dunkelgrün. Nee, es ist nicht British Racing Green, aber sehr, sehr ähnlich. Gab's normale Serienfarbe beim 997. Was ein Auto. Und denn sowas handschalten, ne? Ja, ist gut, ne? Ja. Solitude. Geiles Event, coole Autos. Tatsächlich überraschend klein, was es auch sehr, sehr angenehm macht. Ich muss aber sagen, 26 Euro waren es, glaube ich, für einen Eintritt. Man ist hier nach 2, 3, maximal 4 Stunden durch. Muss ich sagen, ist ein bisschen teuer. Muss ich wirklich sagen. Aber sonst, die Autos sind wirklich geil. Wirklich cool und die kleine Größe macht es auch einfach sehr, sehr sympathisch. Sowas sieht man doch auch einfach total selten. 997 GT3 RS in Orange. Herrliches Ding. Hier haben wir was für unsere Indo-Sample Individualfarbe-Spezialisten. Ein Turbo S Coupé. Ich glaube, es ist steingrau, aber es sieht sehr, sehr dunkel aus. Ich glaube, hier auf dem iPhone ist es ein bisschen heller als in echt. Aber was ein Ding, ey. Meine Güte. Also, wer tippt was als Farbe? Ich sage, es ist steingrau. Von 50 Jahre, 911er. Aber bin mir echt nicht sicher. Könnte auch wieder was ganz anderes sein. Das war Solitude. Bisschen schneller als gedacht, oder? Ja, auf jeden Fall. Das ist nicht wie Goodwood. Es ist nicht Goodwood, nein. Aber, also Autos waren cool. Ja. Muss man wirklich sagen, richtig special Teile dabei. Ja, das sind so die Dinger, die aus dem Museum immer dabei sind. Ich meine, ich habe die meisten schon auf anderen Events gesehen. Das muss man auch mal sagen. Ja. Wenn man auch so gerade Nürburgring Classic mal gesehen hat, da kennt man auch viele Teilnehmerautos. Das sind auch in der Regel alles dieselben Autos dann. Ich glaube, als Teilnehmer ist ganz geil. Jetzt so normal als Besucher. Also wenn wir nur deswegen hergefahren, wäre es... Ja, hätten wir uns geärgert, glaube ich. Hätte sich nicht unbedingt... Ja,
Ja, Gotthardpass ist dann doch vor allem das Geilste ist, überall nur Bargeld und kein Handyempfang. Das ist so deutsch, ein deutsches Event sein kann. Also das ist vielleicht jetzt nicht für den normalen Teilnehmer wichtig, aber für uns ist es halt schon doof, wenn man nicht mal ein Handy- oder Internetempfang hat. Ja. Jetzt haben wir gerade auch noch versucht, den Tim zu treffen, der mit dem roten 924. Ja, es hat halt einfach nicht funktioniert, weil man sich nicht mal eben einen WhatsApp-Standort schicken kann. Ja. Das ist jetzt ein bisschen nörgelig, aber naja, wir können die jetzt wahrscheinlich auch nichts für, aber also, es ist schon doof, ja. Wenn du jetzt mit mehreren Leuten da bist und dich absprechen musst. Aber es war sehr cool, die Porsche-Museum-Fahrzeuge zu sehen und sonst auch den einen oder anderen seltenen Porsche. Ja, aber 26 Marke, Euro. Timo Bernhard waren da. Genau. Aber 26 Euro waren ein bisschen happig. Ist schon happig, auf jeden Fall. Für das, was geboten wird. Genau. Da gibt es am Hockenheimring billigere Events. Da zahlst du einen 5 oder 10 Euro und da hast du krassere Autos. Ah ja, und 5 Euro parken muss man auch noch bezahlen. Genau. Also, ja, schade, dass wir jetzt nicht super sagen können, boah, alles mega geil. Nee, war jetzt mal ein bisschen durchmischter. Aber sonst unser Wochenende, unser Trip, der war echt genial. Kurztrip jetzt nochmal nächsten Berge. Übrigens sehr, sehr schöner SL da. Wir hören jetzt auch wieder aus dem Häuschen, denn wir haben ja ein ganz besonderes Auto. Ja, wir sehen den Maxim wieder. Kennt ihn noch von Spa und das ist seins Schätzchen 911 ST. Ein extrem besonderes Teil und besonders geil, oder? Ja. Krank geil. Krank geil. Boah, mega. Ja, da ist richtig Patina. So muss es sein halt bei dem Auto. Mega geil. Wir sind am Mummelsee, ja, der Spot eigentlich. Auch extrem voll hier. Und jetzt wird erstmal ein bisschen was gegessen. Und dann fahren wir mit Maxim zurück nach Mannheim. Jörn sagte schon, perfekte Auto für mich, wie der Panamera hier den Berg hochfliegt. Plus 2 Sitze. Und wir haben gerechnet, wir sind schon bei über 1000 Kilometern. Bin gespannt, wenn wir in Mannheim sind, wo wir rauskommen. Ein ganz besonderes Auto hinter uns, ein alter 911er, der komplett umgebaut wurde auf 911 ST-Spezifikation. Der Maxim, ihr kennt ihn mit dem GT2 und dem Dachzelt. Geil, das Auto einfach mal zu sehen, Maxim wiederzusehen. Einfach nur geil, amazing. The nicest persons I've met. He brings sweet, he brings Honigkuchen and a 911 ST. That's fine with me. Yeah, yeah. That's completely fine. Don't you do your videos in German? Yes, I usually do them in German, but most Germans understand English, so it's not a problem. Yes? Yeah. Yeah. Only few. It's not like in France where most of the people really struggle a bit. Yeah. But here, but in Belgium it's fine as well, right? With English. It's a language, but yeah, you are used to it. Yes, and when my audience sees this wonderful car, language is no barrier. It's so crazy. Leute, 1300 Kilometer in 48 Stunden. Wir standen auf dem Gotthardpass, haben nach Milan geguckt. Ja, jetzt sind wir zurück in Mannheim mit dem 911 ST im Schlepptau. Morgen muss ich leider arbeiten, ja, sonst würden wir beide noch ein bisschen Spaß haben, aber leider nein, ich muss schaffen. So, der Maxim ist ein bisschen bekloppt im Kopf. So, Maxim, I just said that you are a bit awkward in your mind. Weil er hat sich gegen das Hotel entschieden, will er auf gar keinen Fall. Er will unbedingt gratis irgendwo schlafen. Und bei mir zu Hause geht es natürlich auch nicht.
Das wäre auch Cheaten. Also eigentlich will er campen. Und das ist halt in Mannheim schon ein bisschen schwieriger, weil so viele Campingplätze haben wir nicht. Also schläft er bei mir in der Tiefgarage zwischen dem manuellen Panamera und seinem ST. No joke, I'm actually a bit jealous that you are the first to do this. Actually, I should sleep here as well, because this is properly funny. Still wet from this morning. All right. Good night to tomorrow. Ja, also dass man in dem Alter sowas Verrücktes macht, ist einfach funny, ey. Einfach ehrlich. Was ein Trip. Ich glaube, wir haben das Video jetzt schon das vierte Mal beendet. Aber jetzt auch wirklich. Es ist viel später, als ich es eigentlich haben wollte. Es wird richtig spät, wenn ich zu Hause bin. Aber was ein Ding. Ich hoffe, euch hat es gefallen, das Video hier. Lasst einen Daumen oben da, lasst ein Abo da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Alla. Ciao. Headed for the river's side, around this fuss and fight.